So. Mine, Lava, Mine, Mine, Mine. So, wie kommen wir da jetzt möglichst geschickt runter? Gar nicht, wie ich euch uns kenne. Bauen wir uns mal hier so eine Treppe runter. Da ist doch schon der erste Creepermann hier. Da, seht ihr ihn? Da. Na. So. So zerklüftet die Minen neuerdings immer, finde ich. Alles schwebt in der Luft. Keine vernünftigen Minenschächte mehr. Das ist alles sehr merkwürdig im Moment. Hüpf mal in die Lava da hinten. Komm, tu mir mal den Gefallen. Wo bist du? Da. In die Lava. Der will nicht. So, wie machen wir das denn hier? Da unten? Lass uns hier irgendwas machen, dass wir hier drüber bleiben können. Machen wir mal so. Da ist ja nichts weiter. Zack. So geht's auch. Zack. Haben wir unten mal aufgefüllt. So, kriegen wir da eine Fackel hin. Und da mal eine hin. Dann wollen wir ein bisschen Zaun mitnehmen. Naja, dann bleibst du unten. Auch gut. So, das muss mal komplett weg hier. Huch. Was ist das denn? Das sind doch sonst immer Dreierblöcke. Ich meine nichts gegen die Kohle. Die brauchen wir eh. Ah, ein Skeleton. Komm her, Kamerad. Na. Och. Nee, ne? Hat der sich von hinten angeschlichen? Ne? Ach, Mann. Bösen Viecher. Wo waren das jetzt? Da irgendwo. Ja, genau. Hier sind wir irgendwie reingehüpft. Hallo, Herr Priester. Danke, dass Sie mich rausgeschmissen haben. So. So. Zum Glück waren wir jetzt noch nicht weit weg. Aber wo jetzt der herkam? Ich hab keine Ahnung. Wo kam denn der jetzt angeschissert? Hinter uns war doch eigentlich sauber. Unser Flugzeug. Unser Ein und Alles. Schon wieder ein Skeleton. So. Da kommt ein Zombie. Erstmal... Ah! Der spawnt hier, oder was? Wo kam denn der Schisser her? Mann, jetzt geh hinüber. Ich will erstmal wechseln hier. Das kann ich schlecht machen, wenn du mich angreifst. So. Schwert. Fackeln. Spitzhacke. Axt. Schaufel. Das ist erstmal egal. So, jetzt setzen wir da natürlich erstmal eine Fackel hin, dass er hier nicht nochmal spawnt. Und noch eine Fackel. Hier kommt der nächste angeschissert. Gibt's da euch ein Nest? Hast du hier ein Nest? Vor allem, wo kommt der her? Kann der hier tatsächlich drüber laufen? Der kann doch nicht angehen. Hm. Ach, da unten ist auch noch was. Hm, jetzt kann ich hier nicht hoch. So. Ach komm, dann bleiben wir direkt auf der Höhe. Dann machen wir das hier frei. Brauchen wir da nicht runterhüpfen. Na toll. Habe ich noch eine? Ja.
Fackel. 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 Ich muss, glaube ich, mehr Fackeln anbringen. So, jetzt kloppen wir uns erstmal die ganze Kohle hier raus. Ah, da geht's direkt weiter. Nicht schlecht. Naja, da kann jetzt keiner durch. Immer zwischendurch mal gucken. Hier, ich kenne auch die Verbrecher. Die tauchen ja immer von überall auf. So. Komm, liebe Kohle. So. Gut. Eisen. Nehmen wir auch mit. So, jetzt müssen wir uns natürlich den Rückweg irgendwie frei halten. So, jetzt kann man natürlich von hier angeschissert kommen. Müssen uns irgendwie den Ein- und Ausgang müssen wir uns jetzt schöner bauen hier. Das will ich zuerst haben, bevor ich hier rumirre und nicht wieder rausfinde. Machen wir das, obwohl da können wir den Gravier mal reinschmeißen. So. Und Cobblestone, wo haben wir es? Da. Zaun brauche ich jetzt auch nicht hier. Eisen drücken wir dahin. So. Ich gehe jetzt auch nicht zu tief in die Höhle rein. Mir ist das einfach zu gefährlich. Oder wie auch immer, dass wir unser Flugzeug hier nachher noch verlieren. Das würde ich ganz gerne vermeiden. So, jetzt müssen wir hier erstmal ein bisschen mehr Sicht machen. So, ich hätte gerne ein bisschen mehr Einblick gerade hier im Anfangsbereich. Nicht, dass uns da wieder alles angeschissert kommt. So. Ja, ich sehe dich, Kamerad. Ach, da oben ist auch noch was. Müssen wir mal aufpassen hier. Wenn wir mal ausleuchten. Oh, da ist auch noch Mine. Da ist auch noch Mine. Man, das nimmt ja gar kein Ende hier. Na. Komm schon. Kohle hier raus. Muss eh neue Fackeln machen. Komm, machen wir so. So. Wie gesagt, erstmal schön frei machen. So, und von da sind wir jetzt gekommen, ne? Das heißt, wir müssen uns da erstmal einen schönen Abgang bauen. Ja, Zombie, ich höre dich. Lass mich in Ruhe. So. Wie machen wir das am besten? Ein bisschen Kopffreiheit machen. Solange der da hinten rumturnt, ist mir das ja wurscht. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass der hier gleich vor meiner Nase steht. Was mich nicht wundern würde. So. Hier noch. Machen wir uns erstmal ein bisschen Freiheit hier. So. Dass wir hier einen schönen Auf- und Abgang basteln können. Mobs. Bringen wir da nochmal eben eine Fackel an. So. Kann ich die einigermaßen sicher holen? Schnell wieder hoch. So. Dann, machen wir das so. Und so. Ah!
Huh, ha! Wo bist du? Komm her! Aua! Komm her! Ich sagte, komm her, nicht lauf weg. Oh, ich lauf weg. Der will mich ja nur in die Falle locken. Ich weiß es genau. Es ist so ein Böser. So, bauen wir uns hier eine schöne Treppe. So, dann müssen wir aber hier doch noch weiter aufmachen. Da wird schon wieder geschossen. Wo ist er? Pfeilform von da. Schießt der von unten oder von oben? Ist oben was? Oben ist nichts. Der war von unten. Naja, solange er mich nicht trifft. So. Dann hier hoch. Und da hoch. Ist das denn richtig hier? Ja. So, gleich müsste ich halt da oben durch sein. Genau. Man hat nämlich so. Da hoch. Wollen wir uns jetzt schön nach oben langsam. Ja, ich weiß, ihr möchtet wahrscheinlich jetzt lieber, dass ich da unten durchrenne, aber ich bin ja manchmal so ein kleiner Schisser. Das heißt manchmal, eigentlich immer. So. Kommt man der Sache auf jeden Fall langsam näher. So, jetzt muss ich mal gucken, wo es denn da weitergeht. Da. Ach, es ist nachts draußen. Das noch. So. So. Genau. Dann haben wir hier einen gemütlichen Abgang und dann, wo gehen wir denn am besten raus? Hier rum. Oder den direkteren Weg. Da, wo wir reingehüpft sind quasi. Mal in die letzte Fackel sitzen. Da geht's ja auch wieder runter. Ah, da sieht man auch schon wieder Mine, da geht es aber tief runter. Machen wir das lieber hier, ne? So, dann machen wir das so, so. Ah, Spinne! Weg! Schreck mich doch nicht so. Blödes Viech. So. Zusehen, dass wir schnell in die Kirche kommen. Wow. Vase. Ah, Hausbesuch. Da ist die Kirche. So, lassen wir mal schnell rein. Ach, der Pfarrer ist gar nicht da. Wo ist er denn hin verschwunden? So, da wir das letzte Mal draußen wieder aufgewacht sind, platziere ich das Bett noch mal ein bisschen um. Stellen wir das mal mehr hier in die Mitte. In der Hoffnung, dass wir dann auch nicht draußen aufwachen. Ach nee. Ach nee. Muss ich ganz auf dem Dach pennen? Das ginge natürlich auch. Da müsste ich weit genug weg. Ups. Müsste ich nämlich weit genug weg sein. Von den Monsters nearby. Nämlich jetzt keine Lust, das ganze NPC-Dorf aufzuräumen. Ja, das geht doch.